Okay, weg mit dem alten Namen. Und der neue ist... Unbedingt. Ah ja, genau. Die Antaraner haben sich das neue... bezeichnen sich als die neuen Orionen. Weil ihre Feinde, die Orionen, schon alle tot sind. Aber die hier wissen von all diesen Ereignissen noch nichts. Die im Hintergrund in der Enzyklopädie stehen. Da oben nennen die sich jetzt das New Orion Empire. Das NOE. Und haben noch keinen blassen Dunst, dass es da andere Leute gibt, die sich so nennen. Vor allem, weil sich unsere Meckler, weil sie so lange getrennt waren vom Rest ihres Volkes, von all dem Scheiß gar nichts wissen. Und auch gar nichts wissen können. Und die denken, der Name ihres Imperiums bezieht sich auf den Namen des Orion-Sektors, in dem wir spielen werden. Und das wird alle anderen ziemlich verwirren. Unsere Feinde. Gut, Schwierigkeitsgrad schwer. Jetzt gucken wir mal, was passt am besten zu einem Sektor irgendwo in unserer Galaxie, wo auch unsere Erde irgendwo hockt. All diese ganzen komischen Galaxien. Eine Quadratgalaxie. Ja. Wenn es ein Würfel wäre, dann wäre es ja nicht schlecht. Okay. Nehmen wir mal... Ah, da. Stellen wir uns einfach mal vor, wir würden aus dem Orion-Arm, wo wir sind, einen Riesenhaufen Sonnen rauskreischen. Wie sieht das aus? Na gut. All das hier, nee, das habe ich mir schon angeguckt, das sieht nicht so aus. Auch das sieht eher aus wie eine richtige Galaxis. Dann nehmen wir einfach mal das Eifert-Galaxie. Ultima Orion. Irgendwas Riesiges, damit wir auch Platz haben. Ach, ich weiß. Wir nehmen einfach mal eine. Ah. Ruhig, vorsichtig, vorsichtig. Eine Haufengalaxie, riesig. Das müsste eigentlich ausreichen. Sternstraßen, wenige und kurze. Weil beim Ultima Orion Mod kommen sowieso ab und zu mal neue Straßen dabei. Können wir das so lassen? Das können wir auch normal lassen. Siegbedingungen nehmen wir Alleinherrscher. Weil wir spielen ja militärisch und hauen alle platt. Und Anzahl Computergegner und Zufallsereignisse. Lassen wir auf normal. Das lassen wir auch alles normal. Nur die Spiele. Nur wie ich, wir haben ungefähr 13, aber ich habe nicht so viel Einfluss darauf, welche nochmal kommen. Machen wir das einfach auf 10. So haben wir die meisten auf jeden Fall dabei. Am Anfang von dem Ultima Orion Mod kann man mit einem Starter einstellen, welche Völker kommen. Wenn ich das jetzt auf 10 mache, dann haben wir auch möglichst viele von all denen, die in meiner Liste vorkommen. Auch ein paar von den exotischeren. Plus den hier. Wenn ein paar überhaupt nicht vorkommen, dann kann ich ja mal vielleicht später ein zweites Mal was machen. Vorausgesetzt, ihr seid da nicht angeödet von diesem Spielereien hier. Und jetzt starten wir das mal. Endlich. Endlich, ja, genau. Nur lustige Hintergrundbilder sind auch immer dabei, während man wartet hier. Hier kommt die Begrüßung. Das brauchen wir aber nicht. Hier sehen wir erstmal die galaktische Karte. Na, Syrah. Ja, ein komischer Name. Nennen wir mal die Sonne, können wir, jede Sonne, wo wir Planeten kolonisiert haben, können wir umbenennen. Und wir nennen unsere Mordant. So, und wer rausfindet, warum ich diesen Namen genommen habe, der kriegt Bonus-Internetpunkte. Die kann man eintauschen gegen gar nichts, weil die sind wertlos. Aber Glückwunsch. So sieht's aus, wenn man einen Planeten hat, mit all diesen tollen Sachen hier. Das New Orion Empire, das sind wir. Und wir produzieren schon alle möglichen Sachen. Aber wir können das auch manipulieren. Sehr fruchtbar. Landwirtschaftliche Grundeffizienz 6. Je höher diese Zahlen sind, desto besser. Und hier können wir nochmal was draufsetzen. Weil zumindest ein bisschen Agrar brauchen wir. Allerdings, wir werden auch eine Menge Bergbau brauchen, wenn wir nicht eine spezielle Technologie später kriegen. Also schon mal was draufsetzen. Forschung. Brauchen wir auch eigentlich viel. Was haben wir sonst noch hier? Aber... Ah, Forschung. Forschung draufkloppen. So. Aber Industrie, die Hauptwelt, ist die wichtigste am Anfang, weil sie die größte Bevölkerung hat. Also sollte sie auch Industrie haben. 3 ist schon ein bisschen wenig. 4 ist eigentlich schon gut. Jetzt muss ich mal erstmal gucken, ob ich... Was nehme ich noch drauf? Was für Planeten haben wir sonst noch hier? Gelb 2. Okay. Grün ist gut, gelb ist nicht so gut. Gelb ist, verhält sich zu grün wie Mars zu unserem Planeten. Und auch wenn die hier kleine Planeten mit Niedrigschwerkraft bevorzugen und Felsklumpen, die wir als ziemlich hässlich betrachten würden,
nämlich auch was. Sorry, da wollte ich noch gar nicht hin. Da haben wir ja auch noch was. Man kann das sogar immer so einstellen, dass man sieht, welche Planeten man braucht hier. Und wenn man, ich kann jetzt zum Beispiel hier nur eigene machen, dann sehe ich nur unseren Hauptplaneten. Und hier sehen wir, wie alles aussieht. Und wir können auch sehen, wo wir sind. Irgendwo am Außenbereich. So, Rot 1 ist schlecht, schlecht. Aber hier können wir mal später Minen rauskratzen, und wenn wir später bestimmte Technologien haben, dann wird der Planet auch nicht mehr so lebensfeindlich. Und wir haben 11 Zonen, in denen wir irgendwas reinstopfen können. Also können wir da ganz schön ein Powerhouse draus machen. Und Darlok. Darlok ist so eine von diesen Nebenrassen, die man ab und zu finden kann. Man kann da zum Beispiel deren Kolonien integrieren, kann die Leute rekrutieren in die eigene Armee. Aber es können keine Spieler sein. Rot 2. Das ist eigentlich schon mal sehr reich. Das ist gut, das ist gut. Leider nicht viel los hier. Wir fangen mal klein an, machen aus Gelb 2 hier einen einzigen halbwegs bewohnbaren Klotzen in unserer Heimatwelt. Und ich kann das so markieren. Das ist, um kleine Außenposten zu errichten, die dann irgendwann größer werden. Ist nützlich, wenn man irgendwelche leichten Schiffe ganz weit draußen hat, die zufällig so ein Außenpostenmodul haben. Aber das ist etwas, was ich persönlich so gut wie nie gebraucht habe. So, das nächstbeste Kolonieschiff, das wir basteln, versucht hier zu landen. Und weil Gelb 2 da ist und unsere Kolonieschiffe noch nicht so besonders modern sind, brauchen wir wahrscheinlich auch 2 oder 3, bis endlich genügend Leute für eine Kolonie drauf sind. Das erste ist das Wichtigste. Wir schicken unsere Scouts los über die Sternstraßen. Los Leute, fliegt in den Überraum und guckt euch das mal an. Das brauche ich jetzt noch nicht, und da das ohnehin etliche Runden unterwegs wäre zu den nächstgelegenen Systemen, lasse ich das hier. Und dann befehle ich unsere Hauptwelt noch von den Anfangsschiffen, die man hat. Später werden wir alle selbst bauen, 2 Systemkolonien zu basteln. Also im Prinzip nur ein Antrieb, ein Kolonisationsmodul und ein bisschen dünne Pappe drum, damit die Strahlung es nicht kann, die Leute drin nicht tot macht. Und das braucht man auch für Maschinen. So. Jetzt mal genügend rumgesabbelt. Dann hauen wir hier nochmal Industrie drauf. Das hilft uns später enorm, weil es wird eine ganze Zeit dauern, bis wir andere Planeten haben, die schnell produzieren können. So, das Wichtigste jetzt noch hier unten. Krieg auf die Finanzen. Frieden und Wohlstand, das Hauptbuch. Das sehen wir auch hier oben immer, und dank dem Ultima Orion Mod sind ein paar lustige Fehler rausgestrichen worden, sodass man das, was hier oben steht, auch halbwegs glauben kann. In der Originalversion habe ich ehrlich gesagt nie geglaubt, was da oben stand, weil es fast immer falsch war. Hier sieht man die Rundenzahl, das ist auf meinem Monitor leider nicht so gut zu sehen. Und hier kann man den Bericht aufrufen, der am Anfang einer Runde kommt. Wir sind im galaktischen Zyklus 1,5. Das hängt damit zusammen, ein galaktischer Zyklus ist so eine komische Zeitrechnung hier, die man hier mal schön nachgucken kann. Hier ist die galaktische Enzyklopädie. Hier wird alles erklärt für die Leute, die keine Lust haben, die Bücher zu lesen und so. Und hier werde ich auch ab und zu mal nachgucken, falls ich irgendwas vergessen habe, was ich euch mitteilen wollte. Hier können wir Sieg nachgucken. Hier unser Regierungskonzept. Oh gut, sonst muss ich das immer umstellen. Aber wir haben schon von Anfang an die konstitutionelle Monarchie. Das Regierungskonzept ist die Durchschnitt überall. Und da wir es uns ja ein bisschen schwerer machen wollen als normal, darum habe ich auch unsere Diplomatie so runtergeregelt, lassen wir das mal so. Zwangsarbeit ist erlaubt, aber das ändern wir mal, weil wir sind ja soziale Roboter. Wir haben keine Sklaven. Und wir benutzen auch keine Zwangsroboter oder was auch immer da möglich ist. Und der Verlauf kann man später, wenn man andere Völker trifft, die mit eigenen vergleichen. Und wir sind jetzt auf Platz 7 von 10. Das ist ziemlich schlecht. Hier können wir Expeditionen losschicken, um diese komischen antaranischen Technologien zu finden. Aber das werden wir noch lange nicht sehen, was da los ist. Außenministerium ist auch noch völlig leer, weil wir noch niemanden getroffen haben und wir nicht Mitglied im Senat sind. Und das ist schon etwas wichtiger. Ab und zu melden sich irgendwelche Flitzpiepen hier, die einen Bonus oder Nachteile geben. Und die drängen sich dann in unseren hohen Rat, um uns zu beraten. Hier haben wir Agenten, die brauchen wir noch nicht. Zur Verteidigung werde ich ein paar anheuern, falls wir mal irgendjemanden treffen, aber zurzeit sind wir noch allein. Hier das Wichtigste, Kolonisierung. Das lassen wir mal auf aus. Dann werden zwar trotzdem
unsere Kolonie sogar losgeschickt, aber wir können die Befehle eher eh immer abklemmen. Ich weiß nicht, ob das ursprünglich auch schon so vergeigt war oder ob Ultima Orion irgendwas geändert hat, aber lassen wir es mal. Ah ne, ich glaube, früher war das tatsächlich so, dass die Schiffe sich dann immer in der Reserve angesammelt haben. Und so machen sie das nur noch, wenn kein Planet mehr da ist. Gut. Das Oppressometer, das ist je nachdem, was für Einstellungen das Volk hat, am Anfang immer woanders gelegt. Wenn man hier zu hoch geht, dann fängt man zwar leichter Spione, aber dann regt sich die Bevölkerung auch massiv auf. Da hat man eben ein paar Bundestrojaner zu viel losgeschickt. 3, 4. Dann gucken wir mal nach ein paar Runden, wie die Bevölkerung das hinnimmt. Natürlich ist immer gut, weil irgendwann hat man mal total vergessen, wo man einen Planeten hat, wenn man erstmal über 100 hat. Und wenn man es auf natürlich sitzt, dann kann auch, dann werden die Stärken ausgenutzt, weil das kann die KI normalerweise nicht. Konstitutionelle Monarchie ist genau richtig und wir verbieten mal Sklavenarbeit. Und Entwicklungspläne, das ist auch ganz gut. Dann könnte ich diesen Scheiß hier total austragen. Ah, für Meckler habe ich ja schon mal was gemacht, das ist... So. Das muss man nur einmal machen und dann nie wieder. Das sagt der KI, was sie zu tun hat, wenn man mal total vergessen hat, dass man da gerade 13 neue Planeten kolonisiert hat in einer Runde. Das wird uns in 200-300 Runden ganz schön helfen. Und Technologie. Können wir in der ersten Runde noch nicht viel machen, aber hier seht ihr mal, wie das aussieht. Wir haben ja diese Gebiete hier. Mathematik, Ökonomie, Energie, Biologie, klassische Physik und Soziologie. Und die können hier unterschiedlich zuteilen. Die KI macht das meistens eher schlecht. Die weiß zum Beispiel nicht, dass klassische Physik, Mathematik und Energie für all das, was wir benutzen, um rumzuballern, am besten ist. Und dass Biologie, Ökonomie und Soziologie eher einen zweiten oder einen dritten Platz irgendwo auf der Liste haben sollten. Wie ihr seht, hat die KI hier schon recht hohe Werte überall reingesetzt und bei klassischer Physik erstaunlich niedrige Werte. Das werden wir mal demnächst enden. Jetzt enden wir aber erstmal die Runde hier. Oh, das war schlecht. Und hier haben wir schon den ersten Deppen. Raifo Mulivelli. Klingt irgendwie französisch. Oh, er ist einer von denen. Gut, er steigert Diplomatie und senkt Steuern. Was natürlich völlig bescheuert ist, da wir noch überhaupt keinen kennen und wahrscheinlich ist der längst verreckt, bis wir endlich jemanden treffen. Wir können ihn ja entlassen. So, dann sind wir in der nächsten Runde los. So, unsere Schiffe sind jetzt hier unterwegs, wie man sieht. Und folgen den Sternenstraßen. Jetzt können wir hier auch die Technologie manipulieren. Zum Beispiel setze ich immer Mathematik hoch, weil Roboter sind gut in Mathematik, verdammt. Energie ist auch gut. Und klassische Physik ist sogar am wichtigsten für größere Raumschiffe und so. Und Soziologie kann eigentlich so auf 12 bleiben. Genauso wie Ökonomie. Und dann machen wir alles mal dicht hier, damit es nicht verändert werden kann. Das ist eigentlich für den Anfang ganz gut. Später kann man auch ein bisschen hier und dahin manipulieren, je nachdem, was zu weit zurückfällt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Hier sehen wir, was wir irgendwann mal kriegen. Während wir jetzt Forschungspunkte generieren und dann hier raufschmeißen. Modulgrammatik. Dazu kommen wir noch, wenn das mal erforscht wird, verringert die bürokratische Belastung. Okay, was haben wir denn? Wir haben das Hypermagnetimpulstriebwerk. Die primitivste Form des Überlichtfliegens. Faster than Light, FTL. Das Schiff benutzt komplexe elektromagnetische Magnetfelder, um in speziellen Bereichen des Weltraums, wo lokale Vakuumenergiefelder einen leichteren Übergang in den Hyperraum erlauben, das Schiff mit Gewalt durch den Überraum zu schleudern. Diese Sprünge können aber nur ausgeführt werden, wenn das Schiff im Normalraum fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt hat. Durch dieselben Sprünge geht jedoch der größte Teil der Geschwindigkeit wieder verloren. Eine Reise mit diesem Antrieb dauert also seine Zeit. Gut. Und wieder Bonuspunkte aus dem Internet für diejenigen, die rausfinden, aus welchem Science-Fiction-Serie ich mich da beeinflussen lasse. Ein Tipp, es ist nicht Star Trek, nicht Star Wars und auch nicht Perry Roden. Versucht's nochmal. Über Laserkanonen. Da das die primitivste Waffe überhaupt ist, habe ich hier das umgeändert. Das ist ja eine Umrüstung der Schmelzlaser von Asteroiden. Ein kleiner Privatwitz für mich. Hier haben wir Rückstoßtriebwerke. Langsam und sperrig, der erste Antrieb, den man überhaupt an ein Raumschiff dran tanken kann. Und zivile Raumfahrzeuge verwenden manchmal sogar noch chemisch angetriebene Versionen. Hier haben wir also quasi das Primitivste von Primitivsten und die sind auch nicht besonders schnell. Aptas-Matrix ist quasi Standard-Feuerleitung und Sensoren und sowas. Also werden wir auch eher für Fluff-Riesens bauen, weil
sagen wir mal so, nach Spiele so geprogrammiert worden, dass man manchmal überlegen muss, ob sie so etwas bringt oder nicht. Nur mit dem Ultima Orion Mod lohnt sich das überhaupt in den meisten Fällen, damit rumzuspielen. Hydroponische Farmen, was ist das denn? Aha. Ah, genau. Agrarwirtschaftsertrag wird erhöht, weil es hydroponische Farmen sind. Können unsere Maschinenzivilisation dann sogar jetzt ihre Maschinen-Sandwiches basteln, ohne dass wir irgendwelche Agrarzonen haben müssen. Das ist ganz praktisch, weil mein Robotervolk wie den Meckler vergesse ich das manchmal. Wir haben den ganzen Stuss, den wir brauchen, wie unsere Schiffstypen. Das ist jetzt noch ein bisschen unwichtig. Gehe ich mir später im Einzelnen drauf ein, wenn das aktuell, wenn ich überhaupt welche baue. Und hier kommen wir was. Ja, leichte Panzerung muss erst erforscht werden. Das ist Standard für die meisten. Die sehr leichte Panzerung. Naja, nur wenig effizienter als um das Schiff gewickelte Alufolie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das im Original drin? Es hat mir so gefallen, dass ich die Übersetzung wieder geändert habe oder hat die Übersetzung es mitgenommen? Habe ich total vergessen. Soziologie. Ja, genau. Wir haben unseren imperialen Regierungssitz, der ist auf unserer Hauptwelt. Und Infanterie. Das kann ich sogar mir angucken hier. Dumm, die dumm, du dumm, da müssen wir hier hinspringen. Wir können hier runtergehen. Hier. Industrie bald fertig. Und hier sieht man immer, das sind diese kleinen Sachen hier. Die werden automatisch von der KI gebaut, selbst wenn man hier die KI-Steuerung abstellt. Solange man eine bestimmte Zone hat und eine bestimmte Technologie dazu, wie Roboterfabrik in der Industrie, dann wird das automatisch gebaut. Das Einzige, wie man verhindern kann, dass das gebaut wird, wenn man dumm genug ist, dann muss man das hier auf Null setzen. Das beeinflusst, welche Zonen oder was da drin gebaut wird. Das ändert Planeten, damit sie Meckler-freundlicher werden. Und Wissenschaft und Forschung erklärt sich eigentlich selbst. Und hier kann man auch noch einstellen, was auf dem Planeten an Verbesserungen gebaut werden müssen. Und Militärzeug. Alles selbst erklären eigentlich. Und die Kosten, genau. Man kann den Steuersatz hoch und runter regeln. Das mache ich ehrlich gesagt nie, weil das lohnt sich nicht. Wenn man den Steuersatz runtersetzt, dann sind die Leute ein bisschen zufriedener, aber man verliert auch so viel Geld, dass man schnell Probleme hat. Und wenn man es höher setzt, dann macht man die Leute meistens so unzufrieden, dass es sich auch wieder nicht lohnt. Man lässt es am besten so, wie es ist. Und irgendwann kann man auf seinen Hauptwelten das hier auch mal abschalten, weil die KI-Gouverneure sind manchmal, selbst mit dem Ultima Orion Mod, wirklich blöde. Militärinfo sagt mir, was ich hier habe. Als kleiner Überblick. Ja, wir haben unsere kleinen Systemkorvetten und einen Zerstörer. Und ein Kolonieraumschiff. Das. Aha. Das auch schon da ist. Und unser da, genau. Dann landen also zwei Schiffe demnächst. Auf unserer Kolonie. Das reicht vielleicht schon aus. Grün. Gucken wir mal. In der nächsten Runde. Ah ja, genau. Ein Kolonieschiff ist gelandet. In Wirklichkeit waren das zwei, weil gelb 2 ist viel zu wenig. Wir können das sogar nachtesten. Indem wir wieder hier reingehen und auf Einheiten gucken. Und diesmal haben wir nur noch unsere drei Verteidigungsschiffe. Die beiden Kolonistenschiffe sind weg. Man sieht also, manchmal sind diese Sitreps, diese Situationsberichte ein bisschen heikel. Und in unserem Imperium sind jetzt genügend Jahre vergangen, dass wir im galaktischen Zyklus 4,5 sind. Ich glaube, ein galaktischer Zyklus, das war irgendwas zwischen ein bisschen weniger als ein Jahr, ein bisschen mehr als 2 Jahre. Gucken wir nochmal nach. Da. Wo war das nochmal? Ah ja, genau. Gucken wir mal, was wir finden. Oh ja, wow. Hilfreich. Man braucht wohl schon einen direkten Begriff, ne? Küss mich, ich bin Ihre. Ah ja, von einigen der Leute, die hier in der Enzyklopädie ein bisschen mitgeholfen hast. Ah ja, voller Insider-Witze. Und Hilfen. Falls man zum Beispiel keine Ahnung hat, was man machen soll und ständig verliert. Jemand namens Lore Weaver hat ja noch einen Strategie-Guide reingesetzt. Der Strategy-Guide. Man kann ja also quasi auch die Hälfte der Zeit mit Lesen verbringen, sich informieren über Sachen, wie Schiffsentwurf oder so. Aber ihr habt ja mich hier zum Sabbeln. Und Zentrum 1 war
das erste System mit einer Zivilisation drin, und da kommen auch diese komische Zeitrechnung in galaktischen Zyklen her. Ah, das mit dem Jahr, in dem Solaris zur Supernova wurde. Frühere Zyklen werden in negativen GZ angegeben. Aha, gut. Und da kommen auch die Orionen und die Antaraner her, die sich gegenseitig umgebracht haben. Bis auf ein paar, die jetzt noch übrig geblieben sind, bis wir sie umbringen. Ah ja, gut. Denkt einfach so, dass ein galaktischer Zyklus sowas ähnliches ist wie ein Science-Fiction-Jahr. Problem gelöst, so. Gut, wir haben mehr Zeug an Nahrungsmitteln da, als wir essen können. Wir produzieren immer noch mehr Mineralien, als wir verbrauchen können. Industrie, die verbraucht wird. Forschung, Entschuldigung. Und Industrie. Und das sind Dings da. Und die Bevölkerung ist zufrieden. Wir können sogar nochmal nachgucken. Unruhe. Sobald der Daumen nicht mehr nach oben geht, haben wir ein Problem. Aber genau, wie war das nochmal? Nicht, dass ich irgendwas durcheinander bringe. Genau, Produktionspunkte. Industrie, Reagenzgläser und Forschungspunkte. Was? Kam hier noch ein Tooltip? Naja, manchmal kommt einer, manchmal nicht, ja? Gut, ich könnte jetzt auch den Planeten hier umbenennen, aber das lassen wir mal. Jetzt haben wir eigentlich alles gemacht, außer auf unserer zweiten Kolonie, genau. Ja, das sieht aus wie die Erde, nur in einem ganz anderen Teil der Galaxis. So, jetzt basteln wir mal hier eine orbitale Schiffswerft und das hier. Damit können wir mehr basteln, weil eine neue Kolonie kann nur Fregatten bauen. Und wir können am Anfang auch zwei größere Schiffsklassen bauen. Oder eben auch nicht auf einer neuen Kolonie. Damit können wir dann bis an das Maximum an Anfang gehen. Später erfinden wir noch mehr Zeug, aber das reicht's. Und ein bisschen mehr von unserer Totschlag-Roboter-Infanterie. Skynet würde sich freuen, aber Skynet lebt hier nicht. Nur Meteoritenschauer. Bevölkerungswachstum und Erholung wird gesenkt und Forschung und Bergbau werden leicht gestärkt. Also dann ist es ja praktisch, dass das hier eine Bergbaukolonie werden soll. Dann können wir nämlich alles an Bergbau vollklotzen. Und damit die Leute nicht zu unruhig werden, setzen wir noch ein bisschen Regierung rein. Gut, jetzt haben wir alles vollgestopft mit Bergbau. Dann können wir neben dem einzelnen Industriegebiet noch ein bisschen Forschung betreiben. Hier werden wir also nie mehr als nur ein paar leichte Einheiten basteln können. Aber dafür ist ja unsere Hauptwelt recht industrialisiert. Und so haben wir zumindest für den Anfang genügend Rohstoffe, ohne später Engpässe zu befürchten. Und das war's dann auch wieder für diese Runde. Oh, wow, gut, galaktischer Zyklus 6 und haufenweise Zeug. Dann gehen wir das mal der Reihe nach durch. Okay, diese Symbole sind am einfachsten. Das heißt einfach, dass was gebaut wird. Forschungszone hier. Und hier wird auch irgendwas entdeckt. Jetzt gucken wir uns mal das System von Pariens an. Aha. Dann können wir die hier gleich weiterschicken. Und gucken wir mal, was haben wir hier. Grün 1, Durchschnitt. Rot 2, Reich. Das bemerken wir uns mal für später vor, falls wir dringend Rohstoffe brauchen. Aber jetzt würde es eher wehtun. So. Für den Fall, dass ich es vergesse, das nächste interstellare Kolonistenraumschiff, das wir bauen, wird automatisch zu einem der Planeten geschickt, die dieses Symbol jetzt hier haben. Und grün ist gut. Karg ist auch nicht so schlimm. Falls wir also plötzlich Nahrungsmittel brauchen, können wir hier was basteln. Und hohe Bevölkerungsrate ist auch immer gut. So. Jetzt gucken wir uns das mal an, ohne zurückzuspringen. Und gucken hier. Gelb 2, ultra arm. Fruchtbarkeit toxisch. Hier können wir eigentlich nicht viel machen. Und gelb 2. Ah ja. Die beiden Planeten sind nicht so gut. Aber Durchschnitt heißt zum Beispiel, dass sich ein paar Minenarbeiten lösen. Zumindest können wir dann hier auch ein bisschen forschen, wenn sonst nichts anderes. Ansonsten ist der einzige Sinn und Zweck halt, dass wir da ein paar Kolonien haben und später leichter Flotten verschieben können, falls da plötzlich die Grenze auftauchen sollte. Aber das war's auch schon. Ah ja, genau. Etwas, was ich vergessen habe hier in Runde 4 ist, nochmal kurz einen Blick auf alles zu werfen. Regierungskonzept. Haben wir mal Glück gehabt. Forschung. Ah ja, gut. Die KI passt das hier mal ein bisschen an. Aber sie hat diesmal zumindest keinen großen Mist gebaut. Ich finde aber Ökonomie 12% ist besser. Vor allem, weil wir hier so lange warten müssen. Aber natürlich
Ah ja, ich bin gerade in so ein Problem gestoßen. Solange wir nur so wenig, relativ wenig Forschungspunkte haben, haben wir manchmal Probleme, die Prozentpunkte anzupassen. Wahrscheinlich, weil es krumme Zahlen geben würde oder so. Oder keine Ahnung, was dahinter steckt. Das passiert halt manchmal so. Wenn man... Ah, jetzt hat's geklappt, so. Wenn man das lange genug spielt, dann wundert man sich nicht mehr über diese kleinen Sachen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat. Und dann funktioniert es plötzlich wieder. Hier sieht man bis zur nächsten Stufe, wie viele Punkte man noch braucht. Und das, was gerade am Forschen ist, das ist quasi davon ausgenommen, weil das sind quasi Projekte, die nebenher bereits am Laufen sind. Man könnte sagen, alles, was hier landet, das ist eher ingenieurtechnisch, was woran gerade geschraubt wird, während das hier Grundlagenforschung ist. Und beim Orion-Mod gibt es auch noch eine Änderung, die mir gerade einfällt. Im normalen Spiel gibt es Tech-Level 50 maximal und alles, was es im Spiel gibt, ist in diese 50 Level reingepresst worden, quasi, so dass man alle paar Level regelrecht geflutet wird mit neuen Technologien. Der Ultima Orion Mod hat nicht nur neue Technologien eingefügt, sondern das Ganze auch auf, weiß nicht, 80, 90 oder sowas hochgeschraubt, sodass das sich ein bisschen weiter verteilt. So muss man auch ein bisschen mehr forschen. Und wenn man neue Technologie hat, dann ist das meistens auch ein ganz dickes Ding. Beeindruckend und so weiter. Statt dass man, sagen wir mal, 50.000 Sachen auf einmal kriegt und sich das dann aussuchen kann, das Beste, was man dann benutzt. Hier dagegen ist das ein bisschen länger. Man sieht hier auch, wir haben zurzeit noch keine Schutzschilde, sondern nur Panzerung und die, selbst die ist nicht besonders gut. Und jetzt müssen wir erstmal warten bis Level 6 und dann können wir die Schutzschirme noch nicht bauen, weil dann muss erstmal ein schlauer Fuchs einen Generator basteln, der auf ein Raumschiff passt. Und das kommt erst im nächsten Level oder so. Okay, aber genug damit. Jetzt gucken wir uns mal die Karte an, wo wir schon dabei sind. So, jetzt gucken wir, das ist der Orion-Sektor in dieser Karte. So, und er ist ein bisschen flach geraten. Naja, ist auch ein Spiel von 2002. Und ist besser, und es passt besser zu dem Orion-Sektor und unserer kleinen, improvisierten Hintergrundgeschichte als all die anderen Karten. Einige von denen sind richtig skurril, aber wenn man mal Spaß dran hat, dann kann man das mal ausprobieren. Und, ah ja, genau, man kann auch das Mausrad benutzen, auch wenn es langsamer ist. Aber lassen wir das jetzt erstmal so. Wie lange sind die noch? Oh, 4 Runden. Ja, manchmal sind diese Sternstraßen ein bisschen langsamer. Und übrigens, weil ihr mal sehen wollt, man kann auch überall anders hinfliegen. Aber dann, die kurze Strecke sind schon 21 Runden. Dann sind es 15 Runden. Hier sind es 22 Runden, 23 Runden, 35 Runden, 39 Runden. Ihr seht also, das ist schon ein bisschen mehr als die 3 Runden hier hin. Wenn man so normal durch den Hyperraum latscht, statt diese komischen Sternstraßen zu benutzen. Wir sind schon 43 Runden für diese recht kurze Strecke. Während man dann gegen hier... Ah ja, ich bin den hier, den müssen wir natürlich noch komplett umdrehen. Aber der hier braucht 5 Runden jetzt, um dahin zu kommen. Und 18 Runden bis dahin, aber ich nehme an, da ist eine Sternstraße dazwischen. 38. Und dabei ist es ein Stück weiter. Quasi so. 52. 48. 78. Naja, wenn man bedenkt, wie schnell hier die Jahre vergehen, könnte man natürlich auch überlegen, ob die sich nicht in Wirklichkeit mit Unterlichtgeschwindigkeit fortbewegen, wenn sie nicht gerade durch eine Sternstraße fliegen. Aber lassen wir das mal. Starlines for the win. Jetzt lassen wir die mal in Ruhe. Oh, wir haben einen neuen Knilch bekommen. Knilch, was bist du für einer? Raumhafen, Handelseinkommen und Flottenunterhalt. Na gut, den können wir mal da lassen. Allein aus dem Grund, weil wir haben nicht viel Flotte, also merken wir da auch noch nichts. Können wir uns die sogar angucken. Hauptbuch. Halt nicht viele Ausgaben und nicht viele Einnahmen. Unser Kontostand ist immer noch positiv. Und solange wir das bei uns so schön lassen auf ausgewogen, wird das auch so bleiben. Hier könnten wir rumfuschen, aber das ist meistens eine schlechte Idee, weil die KI in dem Spiel ein bisschen simpel gestrickt ist. Wenn ich zum Beispiel Forschungsausgaben erhöhe, dann versucht die KI dann auf allen Gouverneuren, die sie kontrolliert, die Forschungsausgaben zu erhöhen. Und das ist manchmal doof.
weil die KI aus irgendeinem Grund manchmal nicht unterscheidet zwischen Planeten, die viel forschen können, weil sie viele Forschungszonen haben, und Planeten, die keine Forschungszonen haben und wo es sich eigentlich nicht lohnt, viel Geld zu verschleudern für ein paar Punkte. Aber die KI macht das dann trotzdem. Und das nennt man dann übersteuern. Ich zeig das mal hier. Man kann das hier in den roten Bereich schleppen. Und man kriegt jede Menge Forschungspunkte. 338, boah, ey. Wenn ich das jetzt auf fast die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte reduziere, verlieren wir, haben wir immer noch fast 300 Punkte. Reduzieren wir das jetzt, sagen wir mal, auf 10% oder sowas. So, dass wir hier noch im Plus liegen und nicht Geld verlieren. Okay, jetzt haben wir schon mehr verloren. Aber seht ihr, wenn ich da, ich kann, egal, selber hier, ich könnte haufenweise Geld verschwinden, bis ich überhaupt nichts mehr kriege hier und wir Minus sind und ich kriege nur eine Handvoll Punkte mehr. In der KI dagegen ist das vollkommen wurscht. Darum ist es später wirklich gut, wenn man eine Handvoll Planeten selbst übernimmt und nur die all diese abgelegenen kleinen Welten eine Zeit lang sich selbst überlässt. Ist auch aus dem Grund gut, weil die KI, solange man das Budget nicht runtersetzt, ohne Unterlass irgendwelches Militärzeug bastelt, egal ob es Sinn macht oder nicht. Und man lernt dann mittlerweile, das zu manipulieren, indem man zum Beispiel die KI-Verwaltung abschaltet, dann baut sie nichts mehr Neues und die Einstellungen bleiben so, wie sie sind. Und wenn man dann mal eine Zeit lang keine Kriegsschiffe bauen will oder mehr Geld braucht oder sowas, dann ist das ganz nützlich, wenn man die KI auf diese Weise am Bauen hindert. Ah, das ist noch alles weit in der Zukunft. Unser schöne mineralienreiche, aber ansonsten nicht besonders schön aussehende Planet wird jetzt mal in Ruhe gelassen. Und wir lassen die Meckler weiter basteln. Oh, ein Ereignis. Die Bergarbeiter haben ihre Gruben verlassen und von der Zentralen der Bergbaukommission Streikposten aufgestellt. Die Produktion hat darunter gelitten. Ja, das ist eben der Problem, wenn man Individualismus auswählt für seine Roboterrasse. Aber Scherz beiseite, sowas kann auch passieren, wenn ich es nicht getan hätte. Es ist halt nur gut, dass es so wunderbar jetzt zum Hintergrund passt. Galaktischer Zyklus 9. Oh, wir haben Infanterie gekriegt. Yay! Okay, das brauchen wir nicht. Weg damit. Und danach basteln wir gleich 5 Stück. Ich habe das Gefühl, dass wir bald eine Menge Planeten haben, die wir kolonisieren können. So, das sollte die KI mal für eine Zeit lang beschäftigen. Und weil wir eine Monarchie spielen, können wir uns auch mal wieder uns einen Scherz erlauben. Militär und wir können Bodenstreitkräfte aufbauen zur Verteidigung. Und in diesem Fall suchen wir mal ein paar Rekruten aus. Und das ist, wird jetzt quasi die, wie nennen wir das am besten? Die Krongarde, genau. Diese haben nichts anderes zu tun, das ist quasi eine rein zeremonielle Truppe. Und so sehen unsere Roboter-Soldaten aus. Ha. Wie Drohnen halt, wie diese Drohnenroboter aus Amerika. Nur halt ein bisschen größer, mehr Wumms. So, das ist quasi das Simpelste, was wir jetzt hier haben. Und deren, und die sind quasi nun quasi die Wache unseres Monarchen. Jetzt haben wir diesen Stuss gemacht. Noch etwas. Man sieht ja hier weißer Zwerg und gelber Zwerg und so weiter. Man kann auch hier mal die Sonne anklicken, gucken, wie groß die ist. Unser weißer Zwerg zum Beispiel ist doppelte, hat die 1,9-fache Sonnenmasse in 97 Millionen Jahre. Das ist verdammt jung. 2,3 Sonnenradien, 9000 Kelvin und so weiter. Ja, junger heißer Stern. 97 Millionen. Wow. Da müsste ja eigentlich noch alles voll Staub sein. Die Planeten haben sich ja ziemlich schnell gebildet. Aber hey, das ist ein Science-Fiction-Spiel von 2002. Und oh, hier ein paar 11 Milliarden. Ja gut, meine roten Riesen. Das passt schon eher. Das passt schon eher. Aber hey, mit dem Planeten. Sowas passiert eben, weil das eben alles per Zufall hier ausgewählt hat. Hat man manchmal eben Werte, die sind physikalisch schon ein bisschen inkorrekt, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ist zweckmäßig. Und immer noch realistischer als Star Trek. Oder Star Wars. Oder beides kombiniert. Okay, die Schiffe sind unterwegs. Dann machen wir mal eine Runde weiter. Aha. Gut. Aber was das Zeug bedeutet, machen wir mal später. Jetzt höre ich mal auf, euch zu langweilen. Ihr wollt ja sicher auch mal wissen, wie es mit den anderen Spielen weitergeht.
das war jetzt nur der Start meines Let's Plays Master of Leon 3. So, der White Doctor klingt sich aus.